Liebe Community, herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch, einem sehr spannenden Gespräch. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit meinem heutigen Gast, Sven Böttcher. Sven, toll, dass das geklappt hat mit uns. Wir sind hier bei dir im alten Land in der Nähe von Hamburg. Du bist Drehbuchautor, du hast Romane geschrieben, du hast Krimis geschrieben. Dich kann man eigentlich in gar keine Schublade packen. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben, das ist eher ein Sachbuch, Rette sich, wer kann. Worum geht's da? Es geht um das Krankensystem. Das aus relativ naheliegendem Grund, weil ich darin mich bewegen musste, weil ich vielleicht bekannt, also vor ein paar Jahren irgendwie eine MS-Diagnose bekommen habe und notgedrungen angefangen habe, mich mit dem Krankensystem zu beschäftigen oder Gesundheitssystem. Und daraus ist jetzt das entstanden. Es gab vorher schon ein eher spezifisches Buch über die MS und jetzt dieses. Wobei es kein reines Sachbuch ist, sondern weitergeht. Ja, ich habe es gelesen, du hast es mir netterweise schon zur Verfügung gestellt, obwohl es noch ein bisschen dauert, bis es erscheint. Ja. Es macht was mit einem. Also dieses ist ein besonderes Buch, weil es ist kritisch, aber es ist humorvoll geblieben. Und wenn man deine Geschichte, auf die wir heute noch zu sprechen kommen, schaut, dann kann man eigentlich oder hätte man alles recht, wütend zu sein. Dieses Buch macht aber keinen wütenden Eindruck, sondern du nimmst das sehr humorvoll und ich hatte nach dem Lesen dieses Buches das Gefühl, ich muss nicht mehr so viel Angst vor Krankheit haben. War das dein Ziel? Schön, wenn es das leistet. Also wenn es das bei dir leistet und auch bei anderen, dann erreicht das Buch ja alles, was es will. Das ist jetzt eine Klammer, die ich mitsprechen darf. Also es ist bei Büchern immer so, man hat ja so eine ferne Vision, ich jedenfalls. Ich kann dann sehr präzise arbeiten in meinen Strukturen, die ich mir dann ausdenke. Aber ich weiß nicht, ob das, was ich mir wünsche, am Ende tatsächlich dabei rauskommt. Und wenn ich so ein Feedback von dir wie von dir habe und man sagt, das nimmt einem die Angst vor vielen Dingen und macht einem den Kopf klarer, dann, wenn das noch anderen so geht, bin ich kreuzfroh. Natürlich war das mein Wunsch, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Dass man sagt, ich bin doch durch dieses System durchgegangen, von Anfang an. Also ich habe eine MS-Diagnose bekommen. 2006 war das, glaube ich. Genau, nach beginnenden Beschwerden 2005, wo man denkt, ach ja gut, ich habe kalte Füße, ich gehe mal zum Arzt und das bestimmt Rücken. Und dann sagt der Arzt, du hast aber auch eine taube Stelle hier und geh mal zum Neurologen. Der dann sagt nach seinem Anschalten seiner Maschinen, also sie fühlen sich vielleicht noch gesund, aber sie sind ein schwerkranker Mann. Das ist so ein Punkt im Leben, wo man dann auch sagt, was denn jetzt passiert? Ich habe doch nur Rückenschmerzen. Wie hast du das empfunden damals? Also konntest du das überhaupt glauben? Wenn dieser Arzt ist, ja gut, dieser Arzt, das war... Na, ich denke, wenn man kalte Füße hat und dann plötzlich so eine Diagnose bekommt, das ist... Ja, das war noch keine Diagnose. Ich fand diesen Satz so bemerkenswert von diesem Arzt. Und das war auch so, ich habe vorher keinerlei Berührung gehabt mit diesem ganzen System. Weil ich war, natürlich war man mal krank und ich habe irgendwie beim Augenarzt und beim Zahnarzt und meine Mutter hat viel zu guten Kuchen gemacht und deswegen... Aber mit Neurologie hatte ich nie eine Berührung und dann sagt der Hausarzt, ich will lieber mal checken, ob da nicht irgendwas ist. Dann ist man beim Neurologen, der hat die ganze Zeit gesummt. Während er seine Maschinen da laufen ließ, war der so am Summen. Genau, du hast diese ganzen Dinger am Körper und der sitzt da und summt. Und dann sagt er diesen Satz, also nach dem Messen, die denken vielleicht, sie sind gesund, aber sie sind ein schwerkranker Mann. Man stellt die Frage so mit, was gibt's denn da zu summen? Warum haben sie denn so gute Laune? Das habe ich den auch gefragt. Er sagt, ja, ich fahre morgen in Urlaub. Und das ist so dieses, ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht für sie. Die schlechte ist, sie werden in 2 Wochen sterben, die gute ist, ich habe morgen Urlaub. Ja. Das war meine erste Berührung mit diesem System. Und da hast du auch relativ schnell gesehen, wie empathiefrei dieses System ist. Ja, aber das ist ja so, dass du dann sagst, okay, die Drohung ist aber ja nicht schlecht. Also jetzt, ich bin jetzt schwer krank. Ich fühle mich zwar nicht so, ich habe nur kalte Füße und dachte, das ist mein Rücken. Aber der sagt jetzt, ich bin schwer kranker Mann. Da muss man erst mal ausschließen. Es wird einem ja sehr, sehr viel Angst gemacht. Die erste Vermutung ist ein Guillain-Barré-Syndrom. Das ist auch irgendwie fürchterlich. Dann landest du im Krankenhaus und da wird dann irgendwie weiter gemessen. Und dann wird im Grunde schon da bei dieser... bei meinem ersten Besuch in diesem System, dass man dann sagt, wir haben jetzt zwar noch keine MS, heute wäre das eine direkte MS-Diagnose. Damals dauerte das etwas länger, da brauchte man
zwei Ereignisse innerhalb eines halben Jahres. Also dass man zweimal sagt, wir finden im MRT irgendwelche Herde. Mhm. Und dann finden wir auch noch oligoklonale Banden möglichst im Blut und bei einer Lumbalpunktion. Also dieses Prozedere bis zur Diagnose MS war damals ein bisschen dauerte länger, bis man die Diagnose bekam. Heute ist es so, klinisch isoliertes Syndrom. Das heißt, dein kleiner Finger irgendwie ist taub. Du gehst zum Neurologen, der Neurologe findet im MRT Herde in deinem Rückenmark oder deinem Kopf. Und dann hast du die Diagnose eigentlich schon sicher. Das verändert also die Sachlage auch ein bisschen. Nur mal als Exkurs. Ich war damals dann mit dieser ersten Begegnung, wo man sagt, okay, die haben das jetzt erstmal nur transverse Myelitis oder sonst wie genannt, aber der Therapiebeginn war im Grunde der gleiche, dass man dann sagt, wir fangen jetzt gleich mal an mit Hochdosis Cortison und so weiter und so fort. Das hast du dann ja auch erstmal mitgemacht. Das habe ich mehrfach mitgemacht, ja. Aber damals wusste ich nichts. Woher auch? Also wer beschäftigt sich denn mit sowas? Wie hat deine Familie, deine Frau, deine Kinder, wie haben die da darauf reagiert? Also auf den ersten Vorfall, wenn man da noch sagen konnte, na gut, das geht wahrscheinlich wieder weg. Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da, wenn wir jetzt Cortison machen. Und dann war ja auch die Ansage, das war dann noch relativ entspannt. Aber der zweite Schub, das war nicht gut. Also dann mit der Diagnose MS war die Reaktion. Die anderen waren alle sehr traurig und haben geweint und ich musste alle trösten. Es ist so, dann stehst du zum Krankenhaus und sagst, okay, ich tröste euch, dass ich MS habe. Und du hast dann aber relativ schnell, sage ich mal, erkannt, lag das vielleicht auch an dieser ersten Begegnung mit diesem Arzt, der sich so gefreut hat, dass er Urlaub hat, dass dieses Krankheitssystem, so wie du es heute nennst, für dich nicht der richtige Ort ist, um damit umzugehen. Um damit klarzukommen oder um eine Erwartung von Besserung zu haben? Also ich bin den Empfehlungen ja am Anfang gefolgt. Die Anfangsempfehlung ist Cortison. Das halte ich aus heutiger Kenntnis, irgendwie ist das sicherlich keine unbedingt gute Idee. Es gibt Menschen, denen hilft Cortison, es gibt viele andere, denen hilft es nicht. Aber es ist doch so, man fängt doch nicht direkt an, wenn man ins Krankenhaus kommt, alles in Frage zu stellen und zu sagen, was macht ihr denn da? Niemand will das, niemand will eine Lumbalpunktion, also Rückenmark irgendwie Nervenwasser entnehmen und niemand will Cortison. Oder hoffe ich jedenfalls, dass das keiner freiwillig macht. Aber man hat doch jetzt nicht im Krankenhaus die Zeit, direkt in Frage zu stellen, was da gemacht wird. Also diese Skepsis ist ja auch bis zu einem gewissen Grad ausgeschaltet. Das gilt, glaube ich, für viele Dinge. Wenn man reinkommt und der Arzt sagt dir im Grunde, erstens machen wir jetzt Cortison, sonst geht das nicht wieder weg. Und zweitens, hier sind Ihre vier Möglichkeiten damals, welche Therapie, also welche Spritze Sie Ihr Leben lang ab jetzt nehmen. Da habe ich im Krankenhaus noch gefragt, irgendwie so ein Assistenzarzt, können wir nicht noch mal 4 Wochen warten, ob mein Körper das selber hinkriegt? Und der sagte nur zu mir, darauf warten Sie doch schon 6 Wochen. Und wenn Sie jetzt nicht anfangen, dann sind Sie im halben Jahr im Rollstuhl. Ich habe das trotzdem nicht gemacht. Warum? Weil ich über die Hochglanzbroschüre hinaus immer diese einfache Frage dann bei mir im Kopf hatte, heilt mich das jetzt? Also macht mich das wieder heil? Ist das wenigstens euer Versprechen mit den Medikamenten, die ihr habt? MS gilt als unheilbar. Unheilbare Autoimmunerkrankung, man weiß die Ursachen nicht. Da fängt das ja schon mal an und dann muss man doch fragen, okay, eure Medikamente, die ich jetzt nehme, dann mache ich mich wieder heil. Die Antwort der Ärzte ist dann ehrlicherweise nein, aber kann das ein bisschen bremsen, den weiteren Verlauf. Und wenn man dann nachfragt und sagt, was heißt kann, also wie gut sind denn die Zahlen? Tut es das dann? Kriege ich dann keine Schübe mehr? Das können wir Ihnen nicht versprechen. Hilft das denn bei jedem? Nee, eher nicht. Weil wie vielen hilft das denn? Und dann steigt man ein und sagt, okay, ich gucke jetzt mal in die Metastudien. Und wenn in den Metastudien kommt dann raus, dazu muss man dann eben Englisch irgendwie sehr viel lesen und so weiter, dass nach 20 Jahren, bei den Interferonen, die werden seit 20 Jahren eingesetzt, dass nach 20 Jahren eigentlich das Outcome, also der Zustand der Patienten mit oder ohne Behandlung,
der gleiche ist. Deswegen habe ich nicht angefangen, dieses Zeug zu spritzen. Weil ich dachte, das ist wirklich nicht viel versprochen, was ihr da jetzt macht. Also ihr habt ein Mittel, das ich jetzt jeden Tag spritze. Das hat ja auch einige Nebenwirkungen. Das greift eben doch massiv ein in alles, was ich noch an Selbstheilung vielleicht zustande kriege. Immunsystem. Ja, es ist, da muss man jetzt differenzieren. Damals waren es vor allem Interferone und ein Medikament, das heißt Copaxone, ist ja kein Geheimnis, die unterschiedlich wirken. Heute sind es ja sehr, sehr viele monoklonale Antikörper, die ins Spiel gekommen sind. Das fing damals an, als ich meinen letzten schweren Schub hatte, das war 2008. Da waren meine Hände gelähmt, meine Beine gelähmt, mein Zwerchfell gelähmt, also halb gelähmt, sonst wäre ich ja tot, aber und die inneren Organe, sodass man wirklich sagt, das ist jetzt eigentlich, der, wenn er nicht sich wieder erholt, ist das ein Pflegefall für den Rest der Zeit. Und mal gucken, wie lange das noch dauert. Und da waren die ersten monoklonalen Antikörper dann der neueste Scheiß. Also ganz hip, dass man sagt, so, das machen wir jetzt. Das moduliert jetzt wieder auf eine ganz andere Weise. Dass ist das diese Basistherapie? Oder? Nee, die Basistherapie ist im Grunde, dass man sagt Interferone, die ja auch erst seit den 90ern, Mitte der 90er eingesetzt werden, seit man sagt, MS ist autoimmun. Das ist dann eher sowas, das wird jetzt zu weit führen, die Interferone, woher die kommen, das ist ja eher, dass man, gibt man ja hier bei Organtransplantationen, also um das Immunsystem zu bremsen. Jetzt gibt es monoklonale Antikörper. Die, das ist so Schamanismus in Reinkultur. Man sagt, das sind fantastische Heilstoffe, die dann irgendwie gentechnisch eingreifen in dein Immunsystem und die tollsten Sachen machen. Das haben sie mir damals auch empfohlen, weil wenn ich dann nicht Markenname Thysabri nicht sofort hätte genommen hätte, dann wäre es ja auch eigentlich bei meinem Zustand. Das wäre die letzte Chance. Das war auch, finde ich, von dem Arzt irgendwie nicht verkehrt, dann zu sagen, wenn der jetzt wirklich, der kann seine Hände nicht mehr bewegen, wenn der so macht und die Augen zumacht, ist die eine Hand da, die andere da. Und auch die Darm- und Zwerchfell und das kannst du alles irgendwie nur noch wegwerfen. Dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, probieren wir doch als letztes Mittel das. Ich habe das damals dann auch nicht gemacht, weil ich die wieder ins dann geguckt habe und dachte, ja gut, wenn Thysabri dann so wirkt, wie es wirkt, dann hat es wahrscheinlich aber auch ein, zwei nicht schöne Nebenwirkungen oder Risiken, die man dann ja auch ein, zwei Jahre später gesehen hat, weil viele dann eben an einer PML erkranken oder sterben, die Thysabri nehmen. Das ist dann halt der Preis. Heute wird das nicht mehr so offensiv irgendwie verkauft. Und ich stelle mir jetzt vor, in so einer Situation, deine Familie, hat die dir vertraut, dass du da das Richtige tust? Oder haben dich eher Freunde und Familie dazu gedrängt, auf die Ärzte zu hören? Nee, das macht ja bei mir keiner. Nee, also man kann das ja gerne diskutieren. Aber meine Familie weiß dann schon, dass ich dann die Entscheidung irgendwie selbst treffe und die auch nicht einfach nur so aus irgendeiner Meinung heraus. Und Freunde... Ja, von Freunden kriegst du dann immer, guck mal hier, in der Welt stand, es gibt ein neues Mittel gegen MS, das musst du jetzt auch nehmen. Und wenn man dann sagt, ja, habe ich gelesen, aber möchte ich lieber nicht, dann, ja, ich habe ja nur helfen wollen. Also wenn du das nicht machst, dann selber schuld, ne? Wenn das nicht besser wird bei dir. Sehr gut, ist normale Reaktion. Besser ist es dann geworden nach knapp 2 Jahren? Besser geworden ist es nach knapp, also nach 3 Jahren war ich sozusagen hinüber. Und wenn dann die MS-Kranken da draußen sagen, der übertreibt und der spinnt, es ist wirklich einfach so passiert. Ich war nicht nur gelähmt, sondern auch pleite, weil ich in den Jahren vorher einen Schub nach dem nächsten hatte. Da siehst du alles doppelt und kannst dich nicht mehr bewegen. Und es kommt diese Fatigue dazu. Also da war es weg. So. Haus, Auto, Pferdepflegerin, Freunde, Jobs, Bekannte rufen nicht mehr an. Danach habe ich weiter noch ein paar Dinge in Frage gestellt, ein paar Dinge mehr, die man eigentlich nicht in Frage stellen sollte. Also ich habe dann gesagt, ich fange jetzt auch an, einmal in meine Psyche noch mal ernsthafter reinzugucken, zweitens wirklich
alles wegzulassen. Ich habe eine ganze Weile nur eigentlich Reis und Karotten irgendwie zu mir genommen und gute Öle und Fette. Und das ist mir irre schwer gefallen und habe dann aufgehört, irgendwie ganz aufgehört, Alkohol zu trinken und. Aber auch so ein Umdenken, dass man sagt, ich nehme nicht nur diese Einflüsse raus, sondern ich nehme auch die Menschen raus, die mir nicht gut tun aus meinem Leben. Und ich gucke in dem Umfeld, in dem ich bin, das war auch in meinem Haus, fange ich nochmal an zu gucken, ist da irgendwas, was auch vielleicht stört? Weil meine Überzeugung war immer von Anfang an, das kann doch nicht der Ernst meines Körpers sein, dass der versucht, mich kaputt zu machen. Also du hast dieses Autoimmun. Dieses Autoimmune, ja, dass man sagt, Sie haben jetzt eine Autoimmunerkrankung und Ihr Körper geht auf die eigenen Nervenummantelungen los. Der mag sie nicht. Also ich verliere dadurch meinen Körper als Verbündeten gegen Krankheit, weil der Körper ja selbst die Krankheit ist. Und das ist das Allerschlimmste, was einem passieren kann. Also diese Illusion oder die plötzlich die Überzeugung zu gewinnen, mein Körper ist gegen mich. Absolut verheerend. Und sich dann klarzumachen, das ist doch totaler Quatsch. Mein Körper ist doch nicht gegen mich. Also wenn mein Körper irgendwie gegen mich wäre aus irgendwelchen Gründen, das ist doch seine einzige Aufgabe. Dieses ganzen hochkomplexen Systems, das den ganzen Tag ausgesetzt ist irgendwelchen Einflüssen, ist mich am Leben zu erhalten und zwar möglichst gesund. Warum soll mich das plötzlich kaputt machen? Und diese Überzeugung, dass man sagt, nee, das geht nicht auf. Mein Körper ist offensichtlich mein Freund. Und wenn der mich angreift, wenn das überhaupt so ist, das ist bei MS nie bewiesen worden, dass das autoimmun ist. Das ist eine schöne Behauptung, aber es gibt keinen Beleg, interessanterweise, nach 25 Jahren Behauptung. Wenn das so ist, dann ist mein Körper offensichtlich verwirrt. Oder er ist so bösartig, dass ich irgendwie, was soll ich denn dann noch hier? Oder er ist verwirrt. Und das war der Ausgangspunkt für mich, dieser Überlegung, dass man sagt, ich muss den wieder versuchen. Ich muss die schädlichen Einflüsse wegnehmen, die ihn verwirren. Und das können ja ganz viele sein. Und ihm versuchen zu erklären, dass er bitte nicht meine Myelinschicht kaputt macht. Ist das auch der Grund, warum wir heute hier sitzen, mitten in der Natur? Das ist einer der Gründe, ja. Das ist eine längere Geschichte, aber dass ich natürlich viel gemacht habe, viel erfahren habe, dann auch über Ernährung versucht habe, irgendwie Einfluss zu nehmen und dass ich über die toxischen Einflüsse, sagen wir mal so, also die gibt es ja nicht nur in Nahrung und in Form von gewissen Fuselalkoholen und Ethanolen und so weiter. Und dann gibt es da noch Milch. Und das ist ja der Zauber des Weglassens, dass man sagt, ich muss doch erstmal gucken, dass ich ein Reset hinkriege. Dass ich dem Körper irgendwie wirklich sage, pass mal auf, das ist doch bitte unverdächtig. Also so Reis und vielleicht eine Karotte mit ein bisschen Olivenöl. Solltest du doch irgendwie tolerieren können. Das verwechselst du bestimmt auch nicht mit irgendwie meinen Myelinscheiden. Ja. Und wenn ich dich ansonsten erstmal in Ruhe lasse und dann langsam dir wieder erkläre, was du sollst und was du. Also das ist eine Birne. Kannst du das vertragen? Ja. Da kann man ja auch noch ein bisschen mit messen und also lassen. Ich gucke mal nach Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien. Am Ende war es ganz schön, dass wir hierher gehen konnten, ins alte Land. Und wir sind dann über einen Umweg hierher gekommen, waren zwischendurch Exkurs in einem 4 Jahre alten, wie nennt man denn das, hochintelligenten, passiven, Passivenergie-Plastikhaus, das sich so angeblich selbst belüftete, ja. Aber auch so ein bisschen sparsam innen von der, dann im Detail ein bisschen sparsam. Also der Boden ist jetzt nicht wirklich Holz, sieht nur so aus, es ist eigentlich PVC, es gibt keine Heizung, das ist nur Fußbodenheizung. Ich bin so krank geworden in diesem Haus. Nach einem halben Jahr bin ich dann in ein Zelt gezogen, direkt vor der Terrasse. Und dann ging es mir wieder besser. Aber das kann man natürlich keinem Arzt erzählen. Nein, das kannst du alles keinem Arzt erzählen. Aber wenn man sagt, wir pressen Plastik, also wir pressen Abfall, legen den in der Wohnung auf Heizrohre und machen die Fenster zu. Da ist es dann so, dass Menschen, die
vielleicht ein bisschen sensibler reagieren, so wie ich offenbar, ohne es zu wollen, dann natürlich gewisse Probleme kriegen. Die hatte ich vorher auch, also die Ursache war auch da. Ich hatte ein Holzständerwerkhaus renoviert. Das war in den 70ern gebaut worden. Da war ganz viel Lindan im Ständerwerk. Und Formaldehyd, das glaubt dir natürlich kein Arzt. Weil man dann sagt, naja, das ist jetzt aber echt ganz schön weit hergeholt. Aber das Bewusstsein überhaupt dafür hättest du vor der Erkrankung auch nicht gehabt, oder? Nein, null. Also gar nicht. Weil nochmal, wir sind doch, du hoffentlich auch, oder ja, man ist doch relativ gesund. Wer beschäftigt sich damit sowas? Und man hat doch dann großes Vertrauen, wenn man dann zum Arzt geht und sagt, ich habe dem das damals erzählt, dem zweiten Neurologen dann. Ich habe erstens gesagt, ich glaube, ich trinke zu viel. Zweitens, ich hatte Salmonellen vor 2 Wochen. Interessantes Experiment, 3 Leute waren todkrank, ich nicht. Ich habe gerade ein Haus renoviert aus den 70er Jahren und weiß ich nicht. Also die Anamnese von meiner Seite war eigentlich ganz gut, die Information. Und einer von den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, hat auch noch Windpocken in meinem Haus. Das war aber alles so, dass man dann sagt, nee, das hat, kann nicht sein. Hat keinen Einfluss. Steht nicht im Zusammenhang. Nee. Und ich musste dann diesen weiten Weg gehen. Ich war dann am Ende natürlich, ich war überall. Ich war bei Kinesiologen und bei irgendwie Leuten mit dem Pendel und hier noch ein Heiler da und einem mit Schulmedizin und der andere nicht. Am Ende musste ich dann einen Umweltmediziner finden, der erstmal diese Konzentration von Lindan und Formaldehyd nachweist und dann noch wieder einen Humangenetiker, der sagt, ja, der hat mich nie gesehen, der dann aber so einen Bericht schrieb, da fehlen dann irgendwie 2 Gene, die für die Mutation-Transferase irgendwie mit zuständig sind. Das ist dann schwieriger zu entgiften oder unmöglich, bestimmte Stoffe zu entgiften, stand dann in diesem Papier. Dass auch die Mutter des hier Untersuchten und mit 42 körperlich stark abgebaut hat. Stimmt. Der kannte meine Mutter nicht. Also von daher war das schon ganz gut so, dass man sagt, von da kommt das. Und es ist schön, dass man so tief reingucken kann, auch in ist ja keine reine Astrologie. Also sagt, ja, jeder Mensch hat ja vielleicht so ein paar Schwachstellen. Meine Wahrheit oder war und ist diese Entgiftung von bestimmten Chemikalien. Und deswegen hat sich ja nun bis auf den Ausflug in dieses Plastikhaus hier, vor diesem, hat sich das Ganze zumindest so weit beruhigt, dass ich ja offensichtlich nicht tot bin. Und das ist ja auch schon wieder 12 Jahre. Zehn Jahre her, dass ich in dem Zustand war. Und seitdem ist der Zustand so, dass ich viel, viel zu viel arbeite, viel zu viel zu tun habe und älter werde. Nun müsste man ja meinen, die Multiple Sklerose-Forschung würde sich auf dich stürzen. Warum? Um mich zu hauen? Nein, große Begeisterung und man hat Interesse daran, wie du das nun gemacht hast. Ja, aber ich habe ja gar nichts gemacht. Aber ich habe auch gedacht, als ich dann anfing, genau wie du, also dass man sagt, das muss man ja auch irgendwie, und das, ich kannte dann auch relativ schnell Leute, die dann sagten, ach, MS habe ich auch. Oder was, du hast auch MS? Ja, ich habe mal irgendwie, vor 20 Jahren war ich mal im Neurologen, der hat gesagt, sie haben MS. Bin ich wieder hingegangen, davon kannte ich 2 Fälle, denen ging es aber gut. Das fand ich hochspannend, also dass man dann auch sagt, genau das, was ich vielleicht richtig gemacht habe, versehentlich oder absichtlich, die Zusammenhänge, das muss doch irgendjemanden interessieren. Es betrifft aber tatsächlich, wenn überhaupt, nur die Leute wie mich, die 1000 Neudiagnostizierten im Jahr, die wollen das gerne wissen. Gibt es auch geheilte Fälle und so weiter, aber sonst wirklich niemanden. Wer soll denn Interesse daran haben? Naja, es bedeutet ja auch grundsätzlich eine Umstellung des Lebens. Das bedeutet ja auch, du hast ja viel getan in dem Moment. Also die Ernährung umzustellen, zu sagen, ich gehe jetzt aufs Land raus, dich mit der Krankheit zu beschäftigen. Das sind ja alles Dinge, da hat ja, ich sag mal, der moderne Mensch keine Lust und keine Zeit zu. Und eigentlich möchte es ja gerne seine Probleme mit Tabletten wegdrücken oder mit Medikamenten wegdrücken.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das, du hast recht, also viele Menschen möchten dann diese eine Zauberpille und dann soll das wieder weg sein. Naja, man sagt immer so schön, die Schulmedizin ist eine Symptomunterdrückungsmedizin. Ja? Also wenn die Knie schmerzen, dann gibt man so lange was gegen die Knieschmerzen, bis dann irgendwann der Darm rumzickt, wahrscheinlich durch die Tabletten der Knieschmerzen, und dann zickt der Darm rum, dann gibt man was gegen den Darm. Also ich kann nur sagen, mein Vater ist vergangenes Jahr an Magenkrebs gestorben und hat mit Mitte 50 die Diagnose Bypass bekommen, also am Herzen, und hat Herzmedikamente bekommen, fast 20 Jahre lang, bis im wahrsten Sinne des Wortes zum Umfallen. Aber gestorben ist er nicht am Herzen, sondern am Darm und am Magen. Das heißt, man hat in der Schulmedizin nicht das Bewusstsein und man will es auch nicht haben, dafür dem Patienten zu empfehlen, ändere was an deinem Leben. Naja, was will aber, jetzt fange ich nur an, die Schulmedizin in Schutz zu nehmen. Nein, also der Patient will das doch auch nicht. Also das nochmal, das ist ein schwieriger Bereich. Du hast recht, es besteht, glaube ich, Konsens zwischen allen, wenn man erkrankt, da muss man was ändern. Was man jetzt ändern muss, da gehen nur die Meinungen halt auseinander. Ich finde das aber wichtig zu sagen, jeder Kranke weiß, mein Zustand soll sich ändern. Ich möchte nicht krank sein. Das heißt, ich muss wohl auch irgendwas anderes ändern, weil so vielleicht kommt das irgendwie so automatisch nicht zustande. Und was man jetzt ändern muss, da gehen die Meinungen dann sehr auseinander. Ich gebe dir recht, aber nicht nur die Ärzte. Die Ärzte haben dann irgendwie ihr Mittel. Die sagen, sie müssen jetzt das und das und das machen. Das finde ich unheimlich anmaßend, weil sie auch den Körper so für mich wahnsinnig entmündigen oder sich eine Deutungshoheit über anmaßen über etwas, wovon sie irgendwie wirklich nicht die Bohne verstehen. Also selbst gut informierte Ärzte einfach nicht verstehen, was eigentlich in so einem Körper genau abläuft. Aber auch der Patient ist ja der Meinung, die meisten jedenfalls, dass man sagt, der Arzt weiß jetzt irgendwas, was man diesem Körper jetzt hinzufügen muss, und dann ist das wieder gut. Ist für mich von beiden Seiten irgendwie der völlig falsche Ansatz. Also es gibt sicherlich Mittel, Gifte in gewisser Dosis, die richtig Schaden anrichten können. Ich bin aber nicht sicher, ob es Substanzen gibt, die nun in so ja, Klick irgendwie eine MS oder einen Herzinfarkt oder einen Krebs oder sowas wiederherstellen. Aber das ist ja so das Versprechen eigentlich der Schulmedizin, dass man sagt, ja okay, hier, du hast jetzt das und das, das ist ernst und hier ist unser Heilmittel. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, Heilmittel ja eher weniger, sondern eher so, dass das Problem im Zaun erhalten. Also, es gibt ja gelegentlich tatsächlich mal ein Medikament, das funktioniert. Mhm. Nicht nur Acetyl, Salicylsäure, also Weidenrinde, also Aspirin. Insulin zum Beispiel. Insulin funktioniert. Also grundsätzlich kann man erstmal für die Erfindung von Insulin ganz dankbar sein. Ja, aber es bringt nicht die Lösung. Das ist das Problem. Nein, aber es gibt ja, das ist ja ein Fall, der jetzt irgendwie auch in den letzten Jahren viel aus verschiedenen Seiten angeguckt worden ist. Also es gibt ja eine Hepatitis C und B, die ich immer durcheinander bringe. Es gibt ja ein Medikament, das tatsächlich heilt. So. Das ist, glaube ich, Hepatitis C. Ne? Wir sind ja keine Fachleute für alle Krankheiten, aber das tatsächlich heilt. Kostet $55,000, sehr zum Verdruss der Inder, die das für $300 nachbauen. Aber tatsächlich gibt es das ja ganz, ganz selten oder manchmal wirklich ein Medikament, das heilt. Und wenn ein Arzt überzeugt ist oder das weiß, dann ist es ja auch richtig, dass er dir sagt, als Laien, nehmen Sie mal hier, Sovaldi oder Havuni, wie das heißt, und dann ist das weg, ihre Hepatitis. Ich finde es nur ein bisschen bedenklich, wenn Ärzte, weil ja normalerweise sie ja gar nicht wissen, was sie dir da eigentlich geben. Also diese Empfehlung, mit der Drohung, wenn sie das nicht machen, dann landen sie direkt im Rollstuhl oder dann müssen sie in 2 Wochen sterben. Man geht als Patient davon aus, dass sie wirklich dann auch wissen, was sie reden, und dass sie die Studien gründlich kennen und dass sie sagen, das ist wirklich eine gute Empfehlung, die ich hier ausspreche. Aber das ist nicht der Fall. Und das ist bei MS, ich bin dann nur durch diese MS gegangen und habe das dann nur am Rande mitbekommen bei irgendwelchen Schilddrüsenärzten, die sich dann irgendwie mal vermessen und sagen, wir müssen das jetzt sofort rausoperieren und die Schilddrüse gleich mit, sonst sterben sie im nächsten halben Jahr an Krebs.
Also nicht ich, sondern dann eben meine Frau. Und wo man dann sagt, oh ja, ja, dann aber schnell jetzt, ne, mit der Schilddrüse. Und dann vielleicht doch nochmal sagt, nee, mir ist das nicht geheuer, ich gehe nochmal zum anderen Arzt. Der misst dann ganz anders, sagt, das ist nicht ein Knoten, das sind drei und die haben die alle zusammengefasst, die müssen gar nichts machen. Meiner Frau geht's gut. Das ist 20 Jahre her. Also wenn ein Arzt dann wirklich weiß und gründlich weiß, was er da tut und empfiehlt, mag das ja in Ordnung sein. Ich habe nur den Eindruck, dass sie das in den meisten Fällen eben nicht wissen. Und das ist jetzt die spannende Frage. Woran liegt das? Dass sie es nicht wissen? Ja. Dürfen sie es nicht wissen? Wollen sie es nicht wissen? Woher kommt diese auch Überheblichkeit, Arroganz auch dem Patienten gegenüber, so wie du es am Anfang gesagt hast, du hast ihm gute Gründe genannt, da hätte man mal nachforschen können, aber es interessiert einfach nicht. Also ich mache ähnliche Erfahrungen immer wieder, auch wenn wir zur vierteljährlichen Untersuchung mit unserem Sohn ins Kinderkrankenhaus gehen, wozu man verpflichtet wird, da sitzen dann Ärzte, die verwalten diese Krankheit. Und wenn irgendetwas nicht so richtig ist, was nicht in die Tabelle reinpasst, sprich, dass das Kind weniger Insulin jetzt benötigt als Kinder im selben Alter, so wie bei uns, dann wird nicht nachgefragt, was macht ihr anders, sondern es wird eher mit Naserümpfen, mit eigentlich wollen wir es gar nicht wissen, weggebügelt. Woran liegt das? Der Arzt ist doch Arzt geworden, um zu heilen und nicht um wegzudrücken, zu unterdrücken. Und das ja mit erheblichen Nebenwirkungen. Ich meine, rette sich, wer kann. Da stehen Zahlen drin, 500.000 Menschen, glaube ich, jährlich in den Vereinigten Staaten und in Europa, die an Medikamenten sterben. Ja, also schon, muss man auch sagen, also verschreibungsgemäß, das sind keine Kunstfehler oder so. Das ist einfach, dass man die verschreibungsgemäß eingenommene Medikamente und das, was die Behandler auch nach bestem Wissen, nach ihren Leitlinien und so weiter machen, kostet dann eben in den USA 200.000 Menschen im Jahr das Leben. Das ist ja eine ziemlich knackige Zahl. Ja. Also wo man sagt, jede andere Seuche, wenn das jetzt Ebola wäre, würden wir jeden Abend irgendwie einen Brennpunkt im Fernsehen machen und sagen, es sind heute schon wieder irgendwie 5.000 Leute gestorben. Ja. Würden wir ja Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um das zu stoppen. Ich glaube, die bei den Todesursachen, Nebenwirkungen von Medikamenten ist, glaube ich, Platz 3 oder so. Ja, ja, es ist nach für Krebs und Herz-Kreislauf ist dann die Iatrogene, also vom Medikament und Arzt verursachte, verschreibungsgemäß und ordnungsgemäß verursachte Tode sind dann auf Platz 3. Ja. Spricht man auch nicht so furchtbar viel drüber, finde ich. Aber das haben die Ärzte doch mal mitbekommen. Also das kann doch nicht, also gut, man kann nicht alle Ärzte, wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Kinderärztin, wo ich sagen kann, die versteht das sehr wohl und die wendet auch alternative Methoden an, die lässt sich das auch alles nicht. Die ist auch beim Impfen sehr kritisch und macht es eigentlich gar nicht mehr. Und ist eine tolle Frau, eine tolle Ärztin. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, ganz sicherlich nicht. Aber der Trend geht ja ganz deutlich dahin, wie man ja in deinem Buch deutlich lesen kann. Ja, aber jetzt mache ich was ganz Komisches, weil ich natürlich kritisiere ich auch den Arzt. Also es gibt ja den Mittelteil im Buch, der dieses Krankensystem in seiner Funktionsweise zusammenfasst. Und da gibt es ja auch ein paar Bemerkungen zum Arzt an sich, dass 80% der Ärzte nicht Englisch lesen können oder wollen. Aber 90%, glaube ich, oder 95% der Literatur auf Englisch erscheint. Auf Englisch erscheint. So, das ist ja ein Drama. Ja, das ist zumindest sehr schwierig. So, das ist die Cochrane irgendwie Collaboration, also die Studien hier nicht frei zugänglich gibt. Nicht die ganzen, die Abstracts, ja, die sind dann aber auch noch Englisch. Cochrane, muss man erklären, ist eher schulmedizinkritisch. Na, Cochrane ist einfach eine Metastudienabteilung sozusagen, dass man sagt, wir gucken uns mal die Studiendesigns an, was ist denn, und dann wahnsinnig wichtige Quelle für Ärzte eigentlich, aber sie kommen hier da nicht ohne weiteres ran. So, also das heißt, es gibt schon im Buch dann in diesem sehr, sehr konzentrierten Mittelteil zum Krankensystem auch durchaus ein bisschen Ärztekritik, aber ich will mal sagen, der gute Arzt, den du gerade beschreibst und der es gut meint, und der angetreten ist und sagt, ich will helfen. Ich will nicht nur irgendwie mein Handicap verbessern, sondern ich will wirklich helfen. Ich will Arzt sein. Dem wird das so wahnsinnig schwer gemacht, finde ich. Weil eine Ärztin, die ich dann kenne, die mir dann ja auch mal erklärt hat, wie diese Gebührenordnung dann funktioniert. Dass du sagst, wenn das erste Gespräch oder für die gesamten Gespräche mit einem Patienten im Quartal gibt es 28,50 Euro. Ob der einmal kommt, oder 18 Mal,
ist bei dem Kassenpatienten für den Arzt völlig egal. Ich glaube, 18 Mal ist die durchschnittliche Zahl. Der Arztbesuch. Ja. Nee, aber dass man sagt, dieser Patient kommt dauernd wieder. Ja. Das habe ich dann irgendwo auch mal erstaunt zur Kenntnis genommen. Deshalb kriegt man dann als Kassenpatient irgendwie zum Quartalsende nie einen Termin. Aber man bekommt dann eben, ich glaube, der Sinn liegt darin, man bekommt dann schneller ein Medikament, oder? Weil man entschuldige, dem Arzt wird das so schwer gemacht. Wenn ein Arzt sagt, ich verhalte mich vernünftig als Arzt, ich mache das so, ich rede jetzt erstmal mit dem Patienten, halbe Stunde. Hör mir mal an, was denn so drückt, also wo es denn fehlt oder was ihm zu viel ist. Das ist also verräterisch, die Sprache. Und dann empfehle ich dem irgendwas. Am besten vielleicht Tee trinken und mal 2 Wochen wiederkommen. Dann reden wir nochmal. Wie soll denn der Arzt seine Miete zahlen? Wie soll denn das gehen? Der muss doch irgendwas verschreiben oder eine Maschine anmachen, damit er irgendwie überhaupt auf sein Ergebnis kommt, weil er fürs Reden und Zuhören einfach nicht bezahlt wird. Also ist es im Sinne des Systems? Ja, das System will das, aber es ist gegen den Menschen. Und wenn man dann noch sagt, jetzt wird das sogar noch ein bisschen ernster. Jetzt kommt da einer rein und du hast als Arzt den Verdacht, oder Herr Böttcher hat tatsächlich eine Diagnose MS. Jetzt sitze ich da vor irgendeinem Arzt und sage, was mache ich denn jetzt? Der muss mich sofort zum Neurologen schicken. Der Neurologe, persönlich diese Geschichte als der Zweite, bei dem ich war, dann im Krankenhaus, ein älterer Facharzt, der Experte, der nur das weiß. Professor, Doktor sowieso, der nichts anderes sein Leben da gemacht hat als Neurologie, aber der auch schon kurz vorm Ruhestand steht, der hat jetzt so eine Nase wie mich vor sich. Der Patient, der vielleicht doch ein bisschen so 2 Fragen mehr hat. Der hat bei meinem zweiten Schub, also wo man ja schon jetzt sagen musste, okay, der ahnt, er muss mir jetzt die Diagnose wahrscheinlich stellen, MS. Mhm. Hat der erstmal was ganz überraschend gemacht? Der hat erstmal gesagt, ich glaube, Sie haben jetzt das gleiche wie vorher, wieder kalte Füße. Ich glaube, wenn ich das mal sagen darf, wenn ich Sie so angucke und Ihre, so, Sie sind, glaube ich, eine Künstlerseele. Sie sind, glaube ich, ein bisschen empfindlich. Das war so ein Militärtyp. Hat er gut erkannt. Oder? Ja, habe ich gesagt, ja, ist vielleicht ein bisschen, ich bin so ein bisschen Memme, Pussy so. Ja, stimmt. Also ich, ja. Und dann fing er an mit den althergebrachten Methoden. Das heißt, man nimmt so das Silberhämmerchen und prüft mal Reflexe ab und macht mal dies und jenes und guckt mal in die Augen und ich weiß, dass der danach gedacht hat, der braucht mal 4 Wochen am Meer irgendwie und nicht so viel Sorgen wegen Kinderkontostand, wie kriege ich den Film fertig und der muss sich mal rausnehmen, der muss mal irgendwie, ja. Aber er musste, und das gehört zu seinem, das gehört in die Leitlinie dann rein, dass der Arzt dann sagt, ich muss aber jetzt noch mal eben mich absichern. Das heißt, ich muss jetzt noch mal ein MRT machen. Und wenn im MRT, was der Fall war, wenn da irgendwo ein Entzündungsherd ist, dann folgt daraus wieder was für den Arzt, dann muss er nämlich der Leitlinie folgend, der neurologischen Leitlinie, dann muss er diese Empfehlung aussprechen. Und dazu muss man mal sagen, das steht ja auch ganz deutlich in dem Buch, die Leitlinie schreiben, haben irgendeine Verbindung zu Pharma. Ja, also es gibt... Das sind ja aber Dinge, die... die man nicht weiß. Nein, und die ich ja auch nicht weiß. Ja. Aber ich jetzt so im Nachhinein sagt man dann ja, ich gucke in diesen guten Arzt, den ich ja, dieser einer von 10 oder einer von 100, den ich Dr. Einhorn nenne, der es auch wirklich gut meint. Das ist ein richtiger Arzt aus Leidenschaft, der will mir helfen. Aber spätestens an der Stelle, wo ich sage, boah, jetzt habe ich da so einen MS-Patienten und dem würde ich am liebsten sagen, machen Sie gar nichts, wir warten weiter. Watchful und sie lassen mal den Rotwein weg und machen ein bisschen Tai Chi oder ein bisschen Yoga und denken mal über was anderes nach und versuchen mal wieder eine Verbindung herzustellen und lassen viele Sachen weg. Das kann der mir nicht sagen. Der kriegt wahrscheinlich sogar Ärger, wenn der Böttcher das dann macht. Jetzt sagt der Professor Doktor sowieso, pass mal auf, das ist doch Bullshit, machen Sie das mal so und so. Das sind nur kalte Füße, wir haben nur da unten im Rückenmark komisch. Herde, die gehören eigentlich gar nicht zu MS, das ist eher Kopf, da sind auch 2, gut. Machen Sie mal ruhig, kommen Sie mal im halben Jahr wieder. Und nehmen Sie ein bisschen Fischöl und essen Sie irgendwie keine Milch mehr. Wenn das schief geht, ja, also wenn jetzt der
der Böttcher rausgeht und nach 2 Wochen geht es ihm schlechter, dann kann der ja den Professor irgendwie sich vornehmen und sagen, der hat ja überhaupt nicht entsprechend seiner Leitlinie mich behandelt. Aber hast du da mal konkret darüber nachgedacht, ob möglicherweise, wenn du eine andere Diagnosestellung bekommen hättest oder wenn du an den zuerst geraten wärst und dieses andere nicht gehabt hättest, ob dieses Kopfkino, was losgeht, ich bin schwer krank, das ist ja eine Aussage. Also wenn mir dir jemand sagt, du bist schwer krank, da gehen ja alle Alarmlampen im Körper an, da spielt alles verrückt. Das triggert oder das führt ja geradezu dazu, dass es eben dann auch noch schneller geht. Also glaubst du, dass auch die Diagnose in Bezug auf die kalten Füße dann dazu geführt hat, dass es so verlaufen ist? Oder also hättest du mit einem Arzt, der dir gesagt hätte, kalte Füße, ich glaube, sie sind ein bisschen überarbeitet, machen Sie mal ein bisschen hier, machen Sie mal ein bisschen da, wäre es dann vielleicht nie so explodiert? Das ist immer so schwer zu sagen, weil es mich ja irgendwie nicht zweimal gibt und man mich nicht irgendwie so als zwei, oder vielleicht doch, aber jedenfalls nicht ersichtlich in dieser Welt, wenn ich sagen kann, das ist der eine Sven, dem geht es heute so und dem anderen geht es so. Ich glaube, aber das ist so ganz ungeschützt ein Eindruck, dass man bei der Anamnese ganz generell ein bisschen gründlicher sein muss und müsste. Also bei MS, finde ich, geht es irgendwie inzwischen in die völlig falsche Richtung. Aber da lege ich mich dann jetzt mit der gesamten deutschen Neurologie an, weil man, was ich vorhin beschrieben habe, jemand ein klinisch isoliertes Syndrom hat. Das heißt, er hat einen ersten Vorfall, also erste Befindlichkeits-irgendwas-Störung. Dass man da mit Cortison draufhaut und dann monoklonale Antikörper direkt empfiehlt, ist für mich absolut falsch. Aber das ist die Empfehlung der Leitlinie. Kann man sagen, das ist ein Skandal? Ja, die Leitlinie gilt als wenn man das dann, es gibt also die unabhängige Leitlinienwatch, da gilt die MS-Leitlinie als verheerend, weil sie nur 2 von 18 Punkten, die man bewertet, irgendwie mit gut hat. Und das eine ist, glaube ich, dass die Adresse draufsteht, von denen, die es gemacht haben. Das ist alles überprüft worden. Das ist von Dr. Jutta Scheiderbauer, die ich sehr schätze, gibt es dann nach diesen Delphi- oder Delhi-Kriterien, da gibt es Kriterien, das ist alles nicht so meins, und dass man, wie man Leitlinien überprüft und anguckt. Das ist der Deutschen Neurologiegesellschaft vorgelegt worden, dass das verheerend ist. Die haben gesagt, das kann ja gar nicht sein. Die haben das nochmal prüfen lassen, haben festgestellt, stimmt, das ist verheerend, und haben versprochen, dass sich das natürlich ändert, dass diese Leitlinie anders werden muss. Das ist, glaube ich, auch schon wieder 3 Jahre her. Es ist aber nichts passiert. Aber ich wünsche mir eben so aus meiner persönlichen Situation, eben mit dem Diabetes von meinem Sohn, dass eben die Ärzte auch anfangen, da umzudenken. Weil ich frage mich, wo soll aus deiner Sicht diese Revolution oder diese Graswurzelbewegung entstehen? Sind es die Ärzte, die sagen müssen, wir machen es nicht mehr mit? Ist es der Patient am Ende? Kann man das dem Patienten wirklich zumuten, das zu tun? Also das System, die Pharmakonzerne, die werden es ganz sicherlich nicht sein. Aber wo müssen wir anpacken, damit wir all das, was wir gerade besprochen haben, für den Menschen, für den Patienten zum Besseren wenden können? Okay, da muss man aber, glaube ich, wissen wir beide, wir versuchen das mal auseinander zu sortieren. Das eine ist, du hast ja die Hoffnung gerade geäußert, dass man das ändern kann. Ja. Die habe ich nicht. Also deswegen müssen wir es versuchen, in 2 Abteilungen okay. zu behandeln. Es ist, oder das in Schritt 2 mal behandeln. Also dass man sagt, wir sind erstmal sich klar zu machen, in welchem System man sich befindet, wie die Akteure motiviert sind. Das fängt beim Arzt an, da gibt es dann den Pharmavertreter und so weiter. Und nochmal, ich mache in dem Buch keinen Vorwurf. Nee, das ist ganz wichtig für mich, weil ich sage, ich halte das Krankensystem deshalb für unreformierbar, weil es Teil eines größeren Systems ist. Und die vielen kritischen Bücher, die wir über die Pharmaindustrie, über die Gesundheitsindustrie, über die Studienpraxis von Ben Goldacre bis Reuter bis Marsha Angel haben. Das ist alles gut und das ist alles richtig, aber ich halte das eben für nicht in sich reformierbar, dass man sagt, das Gesundheitssystem machen wir jetzt zu einem Gesundheitssystem und der Rest bleibt aber so, wie er ist.
Denn es gibt ein übergeordnetes System, in dem wir uns alle bewegen, und dem ordnet sich das Gesundheitssystem oder Krankheitssystem unter. Wir haben ein Messinstrument, das ist das Bruttoinlandsprodukt. Wir haben dieses Wachstum als Dogma und wir haben keine Idee, wie wir da aussteigen können. Ich glaube, 12% des Bruttoinlandsprodukts. Ja, sind schon Gesundheits-, irgendwie Krankheitsleistungen, aber da sind dann nicht auch die Fensterputzer mit eingerechnet, die die Krankenhäuser sauber machen. Also noch mehr. Ich glaube, es ist eher mehr. Also 5,5 ja, das hat ja Jörg Blechmer irgendwann gesagt, dass das Ziel ist am Ende, dass jeder entweder im Krankheitssystem arbeitet oder Patient ist. Das wäre ja auch gut. Oder beides. Also, dass man sagt, das ist das Wachstumsziel. Das Gesundheitsministerium, das finde ich am absurdesten an der ganzen Geschichte, das bejubelt jedes Jahr den Wachstumsmotor Gesundheitsbranche. Man sagt, sag mal, könnt ihr das mal in 2 Punkte schreiben, wenn es überhaupt schreibt? Weil da ist doch kein Grund, stolz zu sein. Das heißt, es sind jedes Jahr mehr Menschen krank. Wir brauchen jedes Jahr mehr Geld für die Kranken. Und das Gesundheitsministerium freut sich darüber. Das ist genau der Punkt. Ja, muss genau der Punkt, wo man sagt, hallo, kommt noch mal rein, fang noch mal mit einem neuen Text an. Ja, aber es ist ja genauso absurd, wie zu glauben, dass ein Pharmakonzern Interesse an Gesundheit hat. Kann er ja nicht. Also wenn du Vorsitzender eines Pharmakonzerns wärst, könntest das Interesse nicht haben. Also nicht so, wie unser System funktioniert. Es geht ja überhaupt gar nicht. Genau. Also wenn ich mir überlege, ich weiß nicht, wie viele MS-Kranke gibt es in Deutschland? Wird immer kommuniziert, 120.000. Es sind aber eigentlich 220.000, nur die Hälfte geht nicht zum Arzt. Wie viel Medikamente brauchen die im Jahr im Schnitt? Oft, naja, wenn sie welche nehmen, die kosten dann beträchtlich, da muss man ja auch viel zum... Also sie machen halt Umsatz. So, lass es ja 30.000, 40.000 im Jahr sein. Ist bei Diabetes ähnlich, ein bisschen weniger, aber das habe ich schon von Anfang an. Ich meine, man muss das nur mal multiplizieren. Wer soll Interesse an Heilung haben, an einer wirklichen, endgültigen Heilung? Das Interesse kann es nicht geben. Ja, da gibt es, das fand ich ganz schön, es gibt eine... Sollte nicht nach draußen, aber ist nach draußen von einem Goldman Sachs-Analysten. Das fand ich so erfrischend, dass der dann einfach geschrieben hat, zu dem schon mal erwähnten Hepatitis-Mittel, einfach die Frage gestellt hat, ist das ein nachhaltiges Geschäftsmodell, was wir da machen? Weil das war eine totale, für Gilead, also die Firma, die es hergestellt hat, war das ein Mördererfolg. Dieses Zeug, das 300 Euro in der Herstellung kostet, für 55.000 jedem Hepatitis-Kranken zu verkaufen. Super. Das Problem ist, dass das Zeug heilt. Und da sagt Goldman Sachs ein Jahr später, die Umsätze sind eingebrochen. Wir haben ein echtes Problem. Und wenn wir unsere jungen Startups, Gentech, beraten sollen, müssen wir leider sagen, macht nicht solchen Scheiß. Ihr habt ein Jahr lang echt Spaß und Milliardenumsätze. Das steht ja in dieser Analyse drin, dass er sagt, aber im nächsten Jahr bricht euch der Markt weg. Die Leute sind gesund. Die kommen nicht wieder. Das dürft ihr nicht machen. Deswegen schreibt ja auch der dann in der Analyse, sagt, wir sollten uns und unsere Startups auf die Märkte schicken, wo auch wirklich Nachfrage nachwächst. Wo nicht geheilt werden. Ja, konzentriert euch auf Krebs. Konzentriert euch auf MS. Auf die unheilbaren Sachen. Also macht nicht den Fehler, weil das ist natürlich, vernichtet es den Markt. Wenn du ein Mittel findest, das Leute heilt, ist dein Geschäft tot, ja. 2 Jahre später. Ja. Das ist wieder dieser Punkt, wenn man sagt, dient das jetzt die Grundfrage des radikalen Humanismus? Man sagt, was bringt das jetzt den Menschen? Mich interessiert überhaupt nicht, was bringt das Goldman Sachs oder was bringt das dem Bruttoinlandsprodukt? Die primäre Frage ist, was bringt das den Menschen bei allem, was wir so betrachten? Und da sagt dann Goldman Sachs zu Recht, ja, den Menschen bringt das Gesundheit, aber es vernichtet das Geschäft. Und wir wissen alle, was dann dabei rauskommt. Wenn du sagst, es ist nicht reformierbar, dann heißt das, das Ergebnis wird irgendwann sein, dass alle krank sind und irgendwas brauchen. Oder, also wo ist quasi der, deswegen fragte ich eben, müssen die Ärzte oder müssen wir als Patienten wieder auch mehr an die Moral der Ärzte appellieren, sich da zu widersetzen und zu sagen, ich habe damals nicht diesen Eid geschworen, um irgendwie Chemie zu verschreiben
von der ich eigentlich weiß, dass sie nur unterdrückt oder es lindert oder wie auch immer, aber am Ende die Heilung komplett aus dem Fokus zu verlieren. Heilung muss doch der Auftrag sein. Das muss doch das Heilung. Heilung. Lass uns mal über Heilung reden. Ja, also erstens, nochmal, ich habe es ja schon fünfmal gesagt, die Ärzte sind in einer schwierigen Position. Ja, klar sind sie das, aber trotzdem, auch die Ärzte sind ja in einer Position, wo sie sagen, die Ärzte haben ja irgendwie, sie sind ja Arzt geworden aus einem bestimmten Grund. Vielleicht sind auch welche Arzt geworden, weil sie gerne Golf spielen, um jetzt mal ein paar Klischees zu bedienen oder ein dickes Auto zu fahren. Ja. Also, aber der Alltag von Ärzten sieht ja auch, oder von vielen Ärzten sieht ja so gar nicht mehr aus. Wenn man Krankenhausärzte sieht, die irgendwelche 36-Stunden-Schichten schieben und so weiter und so fort und als junger Assistenzarzt schon mal komplett verschlissen werden. Das heißt, auch nicht alle Ärzte leben ja in Saus und Braus und haben trotzdem eine hohe Arbeitsbelastung. Nein, nochmal, ich würde es immer wirklich immer zurückfahren. Ich habe weder was gegen Ärzte und ich finde es einfach großartig und wunderbar, dass es Unfallchirurgen gibt. Weil, und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt, der normale Deutsche geht dann irgendwie 18 Mal im Jahr oder in der Woche zum Arzt und ich irgendwie vielleicht nur zweimal. Aber wenn ich mir einen rostigen Nagel im Kopf haue, dann bin ich auch froh, dass es Ärzte gibt. Und dass man dann genau sagen kann, haben Sie denn noch Tetanus bitte als Einzelimpfung? Genau. Ohne Aluminium. Oder wenn ich, das ist doch toll, Ärzte, so an sich toll, wird denen schwer gemacht. Es wird alles geschoben in Richtung, du wirst vergütet dafür, dass du einen Apparat anmachst oder dass du bestimmte Medikamente verschreibst, die auch vielleicht nicht richtig getestet sind. Also ich halte überhaupt keinen in diesem Spiel für böse oder dass man sagt, das sind also bis auf so ein paar CEOs von Pharmafirmen, klar, die wissen, das schadet, das bringt wie Vioxx irgendwie jetzt Leute um, lass uns mal die Unterlagen 10 Jahre in den Schrank legen. Ja. Die gibt es auch. Das sind so die ganz schlimmen Auswüchse von dem, aber die Pharmavertreter, die ich kenne, die sind noch nicht böse, die sind nett. Und die glauben ja auch an das, was sie da erzählen, teilweise und teilweise auch nicht. Und andererseits, die wissen ja auch, ja, was mache ich sonst, wenn ich mit denen rede und sage, du kannst doch nicht allen Ernstes diesen Scheiß verkaufen. Ja, wovon soll ich denn meine Miete zahlen? Ja. Und das Gleiche gilt für den Arzt. Es ist immer wieder dieses gern bemühte Beispiel des chinesischen Arztes, vielleicht ist es ja auch ein Mythos. Der für Heilungen bezahlt wird. Ja, wo man sagt, du hast hier jetzt deine 1000 Patienten und wenn keiner kommt, kriegst du viel Geld. Weil dann hast du als Arzt offensichtlich deine Leutchen aufgeklärt, was sie essen sollen und was nicht, dass sie sich nicht einen Nagel in den Kopf hauen sollen. Und wenn die nur ab und zu mal kommen, dann hast du wohl gut gearbeitet. Oder die sind dann nur kurz da, dein Wartezimmer ist leer. Gut, aber wenn wir die Ärzte da nicht irgendwie reformieren können, dann müssen die Politiker, also da würde man dann ja wenigstens sagen, also der Politiker ist ja eigentlich dafür da, um auf die Volksgesundheit aufzupassen. Der Politiker ist dafür da, das übergeordnete Ziel ist und bleibt Wachstum. Also nochmal dieser Exkurs, den wir beide wissen. Das Bruttoinlandsprodukt interessiert sich nicht dafür und das war nie so gemeint. Es war von Kusnetz schon nicht so gemeint, der das erfunden hat, diese Kennziffer. Es war nie ein Messinstrument für menschliches Wohlergehen oder Wohlbefinden oder das, was wichtig ist. Das Bruttoinlandsprodukt misst nur unwichtige Dinge. Nur den Transfer von Geld. Und das ist irgendwie unsere heilige Kuh. Wir kriegen das nicht weg. Also Sarkozy hat in den 70ern, nee Quatsch, Sarkozy hat in den 90ern gesagt, diese Stiglitz-Kommission eingesetzt und versucht, das Bruttoinlandsprodukt wegzukriegen, weil alle wissen, das ist eine Teufelszahl. Wir messen, ihr fahrt mit dem Auto hierher eine Stunde, ihr kauft euch eine Semmel irgendwie oder noch ein Franzbrötchen, viel zu teuer an der Tankstelle übrigens, und macht irgendwie ein Bruttoinlandsprodukt heute mehr, wenn ihr auch noch bezahlt werdet, schlecht von 1000, ganz schlecht von 1000 Euro. Ja. 1000 Euro und 5, weil die Franzbrötchen 2,30 Euro kosten. Also 1005 Euro. Das ist das mehr, das du heute beigesteuert hast zum Bruttoinlandsprodukt. Ja. Wenn du auf dem Weg. Ich habe neulich mein Auto kaputt gefahren. Genau, das war schon mal gut. Da habe ich doch was getan fürs Bruttoinlandsprodukt. Da hast du was getan, da hast du Arbeitsplätze geschaffen. Das Schöner wäre es aber noch gewesen, wenn ihr vorhin da, wo die neue Blitzampel steht, da ist das sechsspurig, wenn ihr die Blitzampel überfahren hättet und in den Gegenverkehr gekommen wärt, da hätten noch zwei Sattelstepper gebremst, damit es bitte keine Toten gibt.
Und da wären noch 3 Porsches reingefahren. Das machen wir auf dem Rückweg. Geil. Ja. Weil dann hast du ja die Situation mit Krankenwagen, nur Leichtverletzte, ein bisschen Reha, ja. Schmerzmittel, Prozess gegen euch, Anwälte, Reparaturen, Leihwagen. Also du hast in dem Fall einfach durch deine die Kameras Tat sind auch kaputt gegangen. Alles natürlich. Kaputt. Ja. Lass dann mal 20 Autos kaputt gegangen sein, 10 Leute eine Woche im Krankenhaus und dann noch einen schönen Prozess gegen dich. Da hast du also 1 Million Umsatz gemacht. Das heißt, der Unterschied zwischen deiner unfallfreien Fahrt mit lauter gesunden Folgen und der großen schrecklichen Folge, alle Menschen sind verletzt, unglücklich und die Autos sind kaputt, ist fürs BIP 1 Million plus und ein Grund für einen Freudensprung. Das muss man sich mal klar machen, dass all diese Dinge, all das Zettel sortieren, das wir machen, der nutzlose Arbeitsbeschaffungsquatsch, den wir uns machen, alles nicht dem Menschen dient, sondern nur dieser Zahl. Aber woran und liegt das, dass das, wir alle daran glauben? Das ist aber jetzt im Gesundheitssystem oder im Krankensystem ist das besonders verheerend, weil die Leute, du und ich, wir verwechseln was. Wir denken, wir kommen in dieses System rein und das System möchte uns wieder gesund machen. Das ist grundfalsch. Das System hat keinen Nutzen von einem Gesunden. Wenn du gesund bist, machst du für dieses System 0 Euro. Du gehst da ja nicht mal hin. Bin ich ein schlechter Mensch? Nein, du bist schlecht fürs Bruttoinlandsprodukt. Und zwar richtig, 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 richtig schlecht. Du bist gesund. Du gehst da nicht hin. Du gefährdest Arbeitsplätze. Das heißt, wenn du schon nicht krank bist und das ist ja das, was heute passiert, dann geh bitte zum Arzt, auch als Gesunder. Und werde krank. Mach eine Vorsorgeuntersuchung. Ja. Auch eine interessante dass Zahl. Dass man irgendwas findet. Ja, das fand ich auch krass in Rette sich wer kann. Das wusste ich auch noch nicht. Vorsorgeuntersuchung. Was steht da? 99% gab, glaube ich, auch von der Cochrane-Studie. 99% nutzen nichts. Nee. Das hat mich total umgehauen. Also ich meine, man hat schon irgendwie ein schlechtes, aber das meinte ich auch am Anfang damit, dass ich dein Buch so toll finde, weil es macht einem wirklich Mut. Ich habe nämlich schon gedacht, irgendwie, Mensch, ich bin schon wirklich lange bei keinem Arzt mehr gewesen, habe schon lange keine Vorsorgeuntersuchung mehr. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Du musst da hingehen. Du musst einfach, aber das ist ja auch im Buch. Also ich gehe zur Vorsorge. Das ist so ein Satz, über den man auch gerne mal 5 Minuten nachdenken darf. Also was heißt denn das? Ich gehe zur Vorsorge, zu Fuß statt Auto zu fahren, um irgendwie nicht krank zu werden. Was heißt denn das? Man kann doch gar nicht zur Vorsorge gehen. Man kann Vorsorge treffen. Mhm. Das meinen die Leute ja auch nicht. Die sagen, ja gut, ich gehe zur Vorsorgeuntersuchung. Und der Arzt untersucht jetzt, ob du Vorsorge getroffen hast? Oder was meinst du? Okay, ich gehe zur Früherkennung. Und dann kommt die Frage, nützt dir denn das was, die Früherkennung? Was hat Cochrane rausgefunden? Ja, das ist der Punkt, dass du sagst, um es abzukürzen, die Früherkennung von zum Beispiel Krebs, wenn man dann die Zahlen sich genauer anguckt, kann man nur sagen, das Einzige, was sich damit verlängert, das ist nicht der Zeitraum, den du lebst, sondern es ist nur der Zeitraum, den du es weißt. Und der Zeitraum, den ich es weiß, ist der Zeitraum, in dem ich mir mehr Sorgen mache und Sorgen führen am Ende zu dieser möglichen Beschleunigung. Ja, aber selbst wenn man sagt, das geht gleich aus, ob du jetzt heute weißt, du hast das und das Terminale. Oder ob du es wirst in 5 Jahren wahrscheinlich irgendwie das Zeitliche segnen oder ob du das in 4 Jahren und 93 Tagen weißt, weil es dir echt richtig schlecht geht. Der Zeitpunkt, an dem du nicht mehr da bist, ist der gleiche. Das sind krasse Zahlen. Also das ist, ich meine, du musst da auch aus allen Wolken gefallen sein, als du dich da tiefer in die Materie reingearbeitet hast. Ich gebe das auch teilweise oder größtenteils, bis auf meine persönlichen Erfahrungen, gebe ich ja das nur weiter, solange es wirklich valid ist und man sagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also dass das wirklich dahinter steckt. Ich bin jeden Morgen froh, wenn ich lebend aufwache. Dann ist der Tag irgendwie für mich schon 98% gelungen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Eben auch für den Fall, dass dich dann Krankheit trifft. Dass man nicht sagt, das ist jetzt ein ganz besonderer, ganz besonders schlimmer Unglücksfall und nur ich arme Sau, der Einzige im Universum, der jetzt irgendwie sowas sich einfängt. Boah, das stimmt nicht, das passiert permanent und es ist ein völlig natürlicher Zustand, dass wir erkranken. Das ist ein absolut glücklicher Zustand, wenn wir über lange Strecken nicht erkranken und die Wahrscheinlichkeit nimmt zu, dass es irgendwann
Es ist sicher, dass du irgendwann krank wirst, aber die Wahrscheinlichkeit nimmt sowieso zu. Das ist nicht jeden Morgen wieder neu würfeln, das häufelt sich ja auch auf. Du hast ein bisschen älter, es gibt da so ein Gesetz, das die Schulmediziner vielleicht nicht kennen, also die Entropie, dass man sagt, das will eigentlich auch alles so zu Staub verfallen. Und es gibt die vielen Gegner, die dich, wie gesagt, die Mäuse, die meine Karotten essen. Und es gibt da auch andere Strukturen, die mich interessiert daran sind, dass du ewig lebst. Hast du Angst vorm Tod? Ich habe Angst, dass das wahnsinnig wehtut zu sterben. Also vorm Tod kann ich keine Angst haben, weil dagegen kann ich nichts machen, habe ich auch nicht. Das ist auch eher, wir sind ja als einzige Spezies in der Lage, irgendwie uns eine Welt ohne uns selbst zu denken. Das muss man jetzt mal wirklich auch diese Pause wenigstens mal stehen lassen. Das kann ein Eichhörnchen nicht. Und ich glaube, da hat man dann eher als verantwortungsvoller Mensch wie du oder ich, man denkt dann schon an die anderen. Wie wäre die Welt ohne mich? Und das fand ich, als meine Kinder noch viel kleiner waren, schon einen sehr unschönen Gedanken, dass ich da unentschuldigt fehle, weil eben auf dem Weg doch einige Stellen sind, an denen ich auch froh das war, dass meine Eltern mir meine Meinung dazu gesagt haben. Ob ich das gemacht habe dann oder nicht, aber dass die da waren. Deswegen ist Quintessenzen entstanden, das stimmt. Aber Angst, also Angst vor dem Tod ist ja Quatsch. Das passiert, warum soll ich davor Angst haben? Ich habe auch keine Angst davor, dass die Sonne aufgeht. Aber dieses Unbegreifliche, oder? Nee, das ist doch so. Was sollen wir denn machen? Warum soll ich davor Angst haben? Ja. Ich möchte gerne, dass das nicht eintritt. Ich hoffe, dass das lange noch dauert. Ich möchte gerne ganz lange leben und bitte auch gesund oder so gesund, wie ich jetzt bin. Ich finde das Leben irgendwie einfach großartig. Ich könnte stundenlang leben. Wirklich. Aber erst auch nach sozusagen 2008. Davor hat durch die Erkrankung eben auch dein Leben einen anderen, besseren Sinn bekommen? Findest du das so? War es vorher oberflächlicher? Ist es jetzt viel tiefgründiger? Du hilfst ja auch mit deiner Internetseite LSMS-Info, vielen Betroffenen. Das macht doch auch ein Gefühl von Sinnhaftigkeit. Ja, das ist ja überhaupt alles nur der Sinn, den wir den Dingen geben. Also es gibt ja keinen Sinn an sich. Doch, bestimmt. Es wäre ja komisch, wenn ich jetzt sagte, ich war schon mit 16 so und wollte das irgendwie alles schon so haben. Also man gewinnt bestimmt Erkenntnisse. Ja, schon, das suche ich aber ja auch. Die Situationen, die mich demütigen. Also deswegen sind wir wieder in meinem Ziergarten, der das ganz hervorragend kann. Jede spanische Nacktschnecke kann mich demütigen. Nein, es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie in dem Moment, wo ich MS bekommen habe und fast tot war, irgendwie so, dann macht das nicht einmal Klick und man denkt plötzlich, ach, ich sehe die Welt ganz anders. Das ist sicherlich nicht so. Ich habe schon nee, das geht weiter zurück. Also ich habe schon, glaube ich, bin da immer noch sehr, sehr juvenil. Da bin ich immer noch 16, da wollte ich die Welt auch besser haben und habe meinen ersten Roman war, ich glaube, schon 30 Jahren jetzt fast, na gut, so ungefähr irgendwie, auch dann über wahnsinnig lustiger, komischer Roman darüber, über die Erfindung der Götter durch den Menschen. Also von daher ist es nicht so, dass mir das jetzt völlig diese ganzen Fragen auf einmal eingefallen sind 2008, sondern die waren dann wohl schon irgendwie da. Aber natürlich macht es einen, dieser ganzen Endlichkeit macht es einem sehr viel bewusster. Klar, wenn man da liegt und sagt, okay, jetzt ist das, wenn das noch 3 Tage weiter runtergeht oder wenn es beim nächsten Mal dann irgendwie halt eine Struktur trifft. Ich hatte ein Entzündungsherd hier oben. So, also eine zweiten Wirbel, keine Ahnung, der dann einfach wo wirklich alles lahmgelegt wird. Und wenn man sagt, wenn der noch ein bisschen blöder sitzt, dann funktioniert halt das Herz nicht oder die Lunge. Da kann man ja noch eine Weile dann eine Maschine anmachen. Aber da sagt man dann ja auch, okay, war gerade noch Platz für das halbe Zwerchfell und ein paar andere Organe. Also ja, das sowas verändert sicherlich die Dankbarkeit, erhöht die. Und es entstehen auch Dinge wie eben die Quintessenzen, die wahrscheinlich so nie hätten entstehen können. Nein, das wäre nie entstanden, weil, ich meine, das ist jetzt,
du weißt das und die anderen wissen das auch, glaube ich, schon. Das ist ja nur für meine Kinder gewesen. Es war in dieser Zeit damals, als ich nicht mal mehr greifen konnte. Und das ist für jemanden, der schreibt, ist es natürlich wirklich so, dass man dachte, ja, ist schlecht. Und die andere Diagnose war auch schlecht. Und deswegen habe ich das nur für die Kinder geschrieben, die damals ja noch sehr klein waren, die Töchter. Aber das ist der Satz am erzählt. Es war dann irgendwie, es haben dann andere Leute auch gelesen, weil ich gerne korrigiert werde. Und die haben dann gesagt, da kannst du noch mal kürzen, das muss noch rein, das fehlt. Das waren dann am Ende irgendwie 50. Ich hätte gern auch noch 2 für meine Kinder. Was ist für dich so die Quintessenz, also die Erkenntnis aller Erkenntnisse, kann man das so sagen? Oh, nee. Also jetzt aus dem Stand würde ich nicht die Bildschlagzeile hinbekommen. Genau. Der Sinn des Lebens, 42. Weißt du doch, schreib das auf die Bild, schreib einfach. Die Antwort auf alle Fragen ist 42. Blick in die Zukunft für dich. Du sagst selber, du genießt dein Leben, du bist dankbar dafür, wenn du morgens aufwachst. Bist du, sage ich mal, von deiner Perspektive auch da demütiger geworden, dass du nicht mehr über 10 Jahre planst, sondern einfach sagst, ich nehme das jetzt so? Oder gibt es sowas auch bei dir noch wieder wie Sorgen, Zukunftsängste, das, was viele Menschen einfach haben in unserem System und daran auch verzweifeln? Dieses Leben mit 3 Kindern und dann auch noch als irgendwie Kreativer, das ist sowieso eine relativ unmögliche Aufgabe. Das wissen zumindest alle Kreativen. Das ist mir sehr bekannt. Ja. Genau, das ist dir bekannt. Das ist uns Freiberuflern, die wir wenige sind. Und dann ist ein ganz kleiner Teil auch noch kreativ. Und niemand weiß, wie sehr unsere Honorare und Rechte immer weiter eingeschränkt werden und wie schwierig es ist, Jobs zu kriegen, weil die Konkurrenz nachwächst und noch zu Hause wohnt und und auch kein Geld mehr verlangt. Nee, genau, und umsonst auch 3 Jahre als Trainee arbeitet. Ja. Und wir sitzen dann da und sagen, ja, wir haben aber 3 Kinder, wir müssten irgendwie bezahlt werden. Also das ist nicht einfacher geworden. Und es interessiert eigentlich auch keinen, weil wir sind eine Teilmenge von der kleinen Teilmenge freidenkender Menschen. So, das heißt, wir leben, auch wenn es hier wunderschön ist und toll aussieht und es toll ist, leben ohne irgendwelche Rentenansprüche, Absicherungen. Wenn ich nicht arbeite und keinen Job finde, was dann durchaus mal passiert, dann habe ich kein Geld. Wenn ich kein Geld habe, kann ich meine Miete nicht zahlen. Und es ist dann auch keine großartigen Rücklagen mehr da. Das ist dann nicht so, dass man sagt, der hat ja mal einen Bestseller geschrieben, der hat bestimmt 8 Millionen auf der Bank, weil man kriegt ja einen Bestseller, der dann ja auch schon bei 30.000 Stück anfängt. Da kriegt man ja mit Glück 1 Euro raus. Und wenn man da ein Jahr dran gearbeitet hat, weil die restlichen 16,99 Euro, die kriegt ja der Staat, 7% und der Handel. Also, um deine Frage jetzt endlich mal kurz zu beantworten, ich bin... Wir haben Zeit, das ist ja das Schöne. Nein, aber ich bin froh über jeden Tag. Ich weiß nicht genau, wo das jetzt hingeht oder nicht hingeht. Natürlich mache ich meine Sachen weiter und versuche, Geld zu verdienen und hoffe, dass das klappt. Aber es gibt keine Perspektive in 10 Jahren, bin ich da und da und sitze auf der AIDA oder unter einer Brücke, das weiß ich nicht. Die Wahrscheinlichkeit für Brücke ist wesentlich höher, aber dann ist das so. Sven, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke dir. Ich kann, wie gesagt, allen nur das Buch empfehlen, Rette sich, wer kann. Ich glaube, im Januar erscheint es. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr wisst ja, der Rubicon lebt durch eure Unterstützung und von daher freuen wir uns natürlich über alle, die uns unterstützen und die das schon getan haben. Vielen Dank und vielleicht denkt ja der ein oder andere darüber nach, das zu tun. Alle Infos dazu findet ihr auf der Internetseite Rubicon News. Vielen Dank, Sven. Und danke dir, dass du da warst. Eine gute Zeit. Oder wie sagt man? Jetzt genießen wir den Moment. Jetzt trinken wir noch ein Käffchen. Machen wir. Dankeschön. Tschüss.